2020 wird die Theater AG an der Städtischen Realschule Schleiden 10 Jahre alt. Aus diesem Grund laufen derzeit die Vorbereitungen für ein abendfüllendes Theaterereignis auf Hochtouren. Also das Stück, das die Theater AG dieses Jahr einprobt, heißt Party mit Hobbit. Es handelt davon, dass sich eine Gruppe Theaterschauspieler, also eben vielleicht eine Theater AG, trifft und die möchten eigentlich mal was anderes machen, außer Theater spielen. Die möchten mal einen Filmabend machen. Und zwar möchten sie der Hobbit gucken. Nur leider fällt dann relativ schnell auf, dass diese CDs zu Hause liegen geblieben sind und die improvisieren dann das Stück einfach mit Haushaltsgegenständen. Und mit allem, was so ein normaler Haushalt zu bieten hat. Letztendlich tut Theaterspielen ja jedem Kind in irgendeiner Form gut, weil man Selbstwirksamkeit erfährt, ne? Was man alles kann und was man alles zeigen kann von sich. Es fällt auch gerade vielen schüchternen Schülern trotzdem auch relativ leicht, in eine andere Rolle zu schlüpfen, was anderes darzustellen. Und gerade die Entwicklung vieler Schüler, die hier machen, wenn sie ein ganzes Jahr dabei bleiben und diese Rollen lernen müssen, an etwas dran zu bleiben, ja, Biss zu zeigen, die entwickeln sich unfassbar manchmal. Sehr schüchterne Schüler machen auf einmal Sprünge, melden sich dann auch zufällig im Unterricht mehr, weil sie eben merken, sie müssen sich nicht verstecken. Und das ist einfach ein schönes Erlebnis. Das ist für uns als Lehrer auch immer ganz toll. Und es wird am Ende des Schuljahres ja immer mit einem schönen Erfolg belohnt. Einmal in der Woche treffen sich die jungen Leute in der Aula der Schule, wo eine große Bühne mit entsprechender Bühnenbeleuchtung zur Verfügung steht. Bei der Theaterprobe ist besonders die eigene Fantasie gefragt. Mit einer Wollmütze wird man zum Zwerg, ein Couchtisch wird zur Eingangstür einer Höhle, auch mit Wasser gefüllten Malzbierflaschen wird ein Zwergenlied gespielt. Vor allem aber ist es der rasche Wechsel zwischen unterschiedlichen Sprechweisen, die mitten aus der Lebenswirklichkeit der gespielten Theater AG die Hobbitwelt hervorrufen. Ja, wer fehlt denn noch? Für die beiden Leiter der Theater AG ist es oft nicht einfach, den Überblick zu behalten, denn gewissermaßen haben sie es hier mit gleich 3 Handlungsebenen zu tun. Mit den Schülerinnen und Schülern der AG, die wiederum Schülerinnen und Schüler der AG im Theaterstück darstellen, welche wiederum versuchen, die Hobbit-Geschichte nachzuspielen. Aber gerade von diesen unvorhergesehenen Brechungen lebt das Stück. Ich mache bei der Theater AG mit, weil ich finde, dass Theaterspielen einfach so mein Ding ist. Ich versetze mich gerne in andere Rollen und ich spiele auch gerne andere Rollen, weil das ist so, für mich ist das so, als würde ich mal dann von mir selbst abschalten und einfach mal jemand anderes sein. Das ist jetzt das 3. Jahr, dass ich hier dabei bin und ich spiele schon sehr lange Theater, auch in einem Verein. Ich spiele Theater, weil ich es einfach liebe, andere Charaktere zu spielen, sogar selbst zu erfinden, halt mich da hineinzuversetzen und damit auch sozusagen andere Gedankengänge zu bekommen. Ich wollte zur Theater AG kommen, weil ich das in der Grundschule schon öfters gemacht habe und mir macht das auch bis jetzt sehr Spaß und ich mag es halt einfach, wenn man Theater spielt. Bis zur Premiere ist noch etwas Zeit und bis dahin heißt es vor allem üben, üben und nochmals üben.